Eigentlich dürfte Sebastian Kurz gar nicht bewegen, weil die ÖVP-Wähler in ihren Meinungen, wer soll noch regieren, so gespalten sind. Also egal, was er sagt, es ist ein Kuckucksei für die Steirische Volkspartei, weil ein Gutteil ist auf jeden Fall enttäuscht. Also es ist nicht nur die, die Neos wollten, die können schon zählen, ja, dass das nicht ausgeht. Aber die anderen, die wollen entweder blau, rot oder grün. Und wenn man in eine Richtung sich bewegt, sind zwei andere Wählergruppen der ÖVP enttäuscht. Ganz lösbar ist das nicht, weil natürlich, es wird keine Entscheidung geben, aber nicht mal zu verhandeln anfangen vor der steirischen Wahl, das ist schon eine lange Strecke, 5 Wochen lang.